Dann machen wir den Schwachsinn einfach mal komplett weg hier wieder. Und ich glaube, wir müssen das alles einen höher ziehen. Ja. Ich hätte es auch einen runterbauen können, aber war ich ein bisschen zu blöd für. Aber so hat das Dach dann mehr Platz. Dann wirkt das Gebäude an sich größer und das ist machbar. Euphemisieren wir den ganzen Schwachsinn am besten mal. So, den, das hier muss ja auch noch raus, oder? Ist das schon fertig hier? Ne, da ist einfach gar nichts fertig. So, yep. War schwer genug jetzt. Okay, bum bum. Ne, jetzt bin ich doch schon wieder drüber. Leute, was mache ich denn hier wieder? Nee, och Mann, ich hab Shift gedrückt. Mensch, das ist... Leute, das ist das schlimmste Gebäude, was ich je gebaut habe in Minecraft. Jedes Mal fällst du runter, jedes Mal sieht das doof aus, jedes Mal hast du Probleme und das nur wegen diesem dreckigen Dach da oben. Das müssen wir ändern. Das darf nur ein Einsergiebel sein. Ach komm, was ist mit dir denn jetzt? Was willst du denn hier eigentlich? Wer bist du denn auch? Was ist denn? Jetzt haben wir auch noch nicht mal genug Erde für diese Spirenzchen hier. Ey, ich wünschte, ich hätte Creative, dass ich da einfach rumfliegen und das aufbauen könnte. Das wäre das Coolste, was man mir jetzt als Geschenk machen kann. Okay. Geht das denn, wenn ich das einfach so mache? Weil dieses Vordach ja überhaupt keinen Sinn macht. Also das hier weg. Das muss ja sowieso Stein sein. Pass mal auf. So. Dann ist das oben. Ja, dann bräuchte ich zwei von denen hier. Und wieder runter. So. Hier noch normales Holz hin. Und der muss an eine Ecke. So. Aber das ist nicht hoch genug. Könnte überlegen, das alles noch einen vorher anfangen zu lassen. Dann hast du wenigstens auch sowas, was aussieht wie ein Dach. Nicht nur so eine kleine Wubbelerhöhung, ne? Ja, fangen wir da einmal vorher an. Ja, ich würde am liebsten ausmachen, Leute. Ich würde am liebsten ausmachen und sagen, Minecraft war ja schon lustig bis hierhin, aber nee. Weißt du, irgendwo ist dann der Drops auch gelutscht. Das hier muss weg. Das heißt, wir starten hier. Ja, dann muss es jetzt aber auch kommen, Leute. Dann muss es jetzt kommen. Dann können wir das nämlich einen höher machen. Dann haben wir ein Spitzdach und fertig ist es. Ich mach's einfach mal jetzt. Zack. Ich habe bestimmt irgendwas eklatant Wichtiges vergessen. Irgendwas ist wieder falsch in meiner Planung. Ich kenne das doch. Ich weiß, wie das läuft. Okay. So. So. Kann ich das nicht noch einen vorher machen? So. Dann haben wir hier Stein. Da geht's rauf. Und so. Nee, das ist Quatsch. Wie habe ich das denn vorher gemacht? So, ne? Ey, komm. Ah! Struggle is real. Okay, alles klar.
Dann machen wir hier sowas hin. Und dann so. Okay. Abreißen. Zack. Ich glaube, jetzt haben wir es. So, dann gucken wir mal von hier aus. Ein Block hier, dann der da. Ja. Ich fühle gerade als. Ich fühle mich gerade, als wenn ich besoffen wäre und meine Unterschrift fälschen muss. Irgendwie. Nee. Aber ich muss doch noch einen weiter jetzt, oder nicht? So, das heißt, ich mache jetzt hier erstmal um die Ecke die Dinger hier. Das ist ja korrekt, oder nicht? Oder muss das einen höher? Nee, das muss auch noch einen höher, Leute. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Das ist offiziell das schlimmste Gebäude, was ich je gebaut habe. Warum wird das denn immer höher? Wäre ich denn bescheuert hier? Da war doch gerade eben noch zwei weiter unten. Das wird doch immer schlimmer jetzt hier auch. Na, jetzt fallen wir nochmal runter. Okay. Das ist ein richtiger Traum, in dem man nicht rennen kann. Genau das hier. So. Okay, dann so. So. Können wir sich drüber auslassen, ob man das noch einen höher macht. Halte ich für sinnvoll. Okay, machen wir noch einen höher. So, und dann nur ein. Ja, guck mal. Und das dann noch viermal. Ja, hollerö, Leute. Das überfordert mich einfach. Es tut mir auch leid, aber Mann. Mann, Leute. Manchmal muss man auch Mitleid haben. Ah, ja, okay. Alles klar. Das heißt, den Quatsch machen wir auch mal weg hier. Okay. Das Allerwichtigste ist jetzt erstmal, dass ich das alles auf eine Höhe bringe. Das ist auch von mir aus legitim, dass dann das oben so ein bisschen größer ist. Dann stapel ich die Heuballen halt bis an die Decke. Oder mach hier nochmal ein paar Fenster rein hinterher. Oder was auch immer. Das ist jetzt auch egal. Wie man das hinterher alles noch schön macht, das ist, wie gesagt, hinterher alles schön macht. Ne, nicht jetzt. Einfach jetzt alles auf eine Ebene bringen. So. Und dann haben wir es. Guck mal, hier schön. Das sind die Früchte des Erfolgs. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen Sand haben, damit ich hier schön das unten fertig machen kann. Ich guck's mir erstmal an. Beziehungsweise, nee, ich kann es mir ja nicht angucken. Ich brauche dafür eigentlich erstmal Kies und das hole ich mir jetzt. Und Kies deswegen, weil ich damit besser von unten dran bohren kann. Uiuiui. Ja, aber Höhe ist in Ordnung. Ich kann die Fenster dann auch noch höher machen. Dann wirkt das besser. Oh Mann. Ich hab's euch vorher gesagt, das Dach von dem Ding wird eine richtige Bestie. Zumindest für so Leute wie mich, die da einfach, ja, sich durch sowas auch schon aus der Ruhe bringen lassen. So, das hier hätte ich gerne. 64 Mal, wer weiß, wie hoch wir immer noch müssen. Kann ja sein, dass das noch nicht zu Ende ist. Kann ja sein, dass es noch weitergeht. Kann ja alles sein. Ist alles im Bereich des Möglichen. Ich meine, wir haben schon schmerzhafte Dinge hier erlebt heute, ne? Aber das ist noch nicht alles. Dann haben wir so einen Kranz einmal drumrum und dann so einzelne Dingsbumsdächer hier und fertig. Und die sind auch noch eins weniger tief als das davor. Oh, guck mal. Das ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen hoch, aber eigentlich machbar. Ja, jetzt ist es so. Ich habe gerade wirklich drüber nachgedacht, ob ich das Ding nochmal einen weiter runtersetzen soll, aber nee. Also, so viel Geld kann mir einfach niemand bezahlen. Es ist asymmetrisch. Leute, was ist hier passiert? Wie ist das jetzt passiert? Wie ist das passiert? Es ist immer noch... Leute, nee. Nee! Eieiei, na gut. Rechte Seite ist richtig, linke ist falsch. So. Ey, wenn mir einer sagt, das ist zu hoch, ne? Ich schwör's dir, ich fahr zu dir nach Hause. Das ist schon zu viel. Das ist schon zu viel. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Einer will nur.
Okay, gucken wir mal. Ja. Das sieht ja noch anders aus, wenn das dann links ordentlich gemacht wird. Warum habe ich da einen zu viel? Junge, bist du wieder der gleiche oder bist du ein anderer? Immer wieder ein Creeper da unten drin. Ich könnte da mal ein paar Fackeln setzen, aber wir kennen das Spiel ja, das bringt ja auch nichts. Okay. Weg. So. Okay. Einen an den Block. So, der nächste ist schon der Dreher hier. So. Einen an den Block, der nächste ist der Dreher. Dann machen wir das mal überall schon mal. Eins. Zwei. Ecke. Eine an den Block, der nächste ist der Dreher. Nee. Das ist wieder falsch. Jetzt weiß ich, wie solche blöden Fehler einfach... Eine an den Block, der nächste ist der Dreher. 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 Alles klar. Habe ich noch mehr von denen? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann mir zumindest noch welche bauen. Ist alles gut. Oder ich bin... Ich gehe gleich einfach in die Sauna. So. Draußen ist es zwar warm, aber mir ist einfach auch noch nicht heiß genug. Dann machen wir noch mehr. Dann erhöhen wir einfach mal den kompletten Druck auf alles. Und dann geht das schon irgendwie. So, eine ran an den Block. Der nächste ist der Dreher. Der nächste ist der Dreher. Eine ran an den Block. Der nächste ist der Dreher. Der nächste ist der Dreher. Eine ran an den Block, der nächste ist der Dreher. So. Okay. Das bedeutet ja, dass wir jetzt nach bestem Gewissen schon das hier machen können. So. Okay. Böp. Das ist wirklich... Wie wenn du im Traum versuchst, was zu lesen. Das geht nämlich nicht. Also ich kann das nicht. Wenn ich träume, kann ich nicht lesen. Das geht einfach nicht. Ich habe oft so Träume, wo ich dann einfach so einen Text kriege und dann... Nee, geht nicht. Müssen wir was machen. Genau so ist das. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch? Habt ihr schon mal im Traum ein Stück Papier gehabt, wo was drauf stand? Konntet ihr das lesen? Das ist mir jetzt wirklich wichtig, das rauszufinden. Weil ich will einfach wissen, ob das nur bei mir komisch ist oder ob das allgemein so ein Ding ist. So... Ich mach's doch jetzt schon wieder falsch. Ich sehe das doch. Ich sehe das doch hier. Ach, das ist aber auch so ein bisschen schwierig hier, finde ich. Jetzt kommt wieder der normale Holzpfropfen hier rein. Eieiei, das ist... Da sind auch 15 verschiedene Baustoffe und alles. Gut, dass ich kein Diplom-Ingenieur geworden bin. Ich meine, wenn mich sowas schon überfordert hier und ich das Ding dreimal bauen muss. Das ist... Eieiei. So. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt okay ist. So. So, dann machen wir das mal in der Mittelspitze. So, zack. Und dann gucke ich nochmal von außen. Und wenn das nicht geht, das ist wieder blöd hier. Wie viel von den Treppen habe ich eigentlich schon hier runtergeworfen, weil ich wieder nicht richtig geklickt habe? Ganz, ganz doll viele. Einfach eine riesen Sammlung an Treppen, die einfach runter auf den Boden gefallen ist. Bang! Und irgendjemanden hat es getroffen und der so, aua, Mensch. Und dann direkt Klage am Hals. Zu Recht. Okay, alles klar. Ich brauche ja sowieso nur Treppen hier. Zack. Und zack. Da geht das spitz zu. Ich versuche mal jetzt nicht zu sterben. Nee, ich bin abgerollt. Cool. Okay. So. Kies. So. So. Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Jetzt gucke ich mir das Ding mal von außen an und dann schauen wir mal, wie das ist. Na. Ja. Das wird so nach oben gezogen, aber das ist okay. Es wird ja nochmal anders aussehen, wenn die ganzen hellen Holzdinger dann dabei sind. Holzdinger. Bretter. Holzdinger. Weißt du, wenn du ein Wort davon weißt, was du sagen möchtest und der Rest einfach dann mit Dinger füllst. Ich hab dir gesagt, hier ist nicht.
Ja.